Aus allen Himmelsrichtungen steuerten am Samstag rund 400 Wanderer das Keltengehöft nahe des Krumbacher Kreuzes am Dünsberg an und eröffneten so den Kelten- und Römerpfad als Regionalschleife des neuen Lahn-Wanderwegs. Am Startpunkt Bismarckturm, nahe des oberen Harthofes, starteten die Gruppe Schlammbeißer-Tour ihre Wanderung. Es ist ein historisches Datum, die Eröffnung des Lahn-Wanderweges, der mit 290 Kilometer durch 6 Landkreise, 3 Bundesländer führen wird und der vor allen Dingen hier auch einen hohen Anteil im Gießener Land hat mit rund 50 Kilometern. Wenn man bedenkt, wie erfolgreich der Lahnradweg ist, der gehört zu den Top 10 der beliebtesten Radwanderwege, dann bin ich überzeugt, dass der Lahn-Wanderweg auch bald zu diesen Top 10 der beliebtesten großen Wanderwege gehören wird. Eine attraktive Stadt braucht auch eine attraktive Umgebung und genau das ist mit dem Lahnwanderweg noch ein Stückchen mehr Attraktivität für unsere Stadt, denn Gießen ist eine Stadt an der Lahn und die Lahn ist ja schon ein großer Anziehungspunkt für Kanufahrer, für Ruderer, für Radfahrer und Radfahrerinnen und jetzt kommt noch der Wanderweg dazu. Der Aufwand war hoch, es ist ein Gemeinschaftsprojekt, Lahntaltourismus und wir haben sowohl EU-Mittel dafür bekommen als auch Landesmittel, aber es sind auch originäre Landkreismittel mit eingeflossen und es war natürlich auch ein hoher Aufwand, diese Touren zu entwickeln und sie dann eben auch zu beschildern. Am Zielpunkt angekommen, gab es Leckereien vom Grill und kühle Getränke. Des Weiteren konnten die Nachfahren von Kelten und Römern bestaunt werden. Ich habe die Gipfelstürmer-Tour angeführt. Wir waren 65 Leute, die heute gemeldet haben. Das ging los am Waldparkplatz in Kinsenbach, ging über das Frauenkreuz, über den Hof Heiner zur Obermühle. Dann kam der starke Anstieg zum Dünsberg. Oben konnte kurz verweilt werden, bevor es die Diretissima-Runde zum Keltentor ging. Es war eine tolle Sache. Das Wetter war herrlich. Die Gruppe hat es etwas auseinandergerissen, natürlich beim steilen Aufstieg auf den Dünsberg. Aber insgesamt waren alle sehr, sehr zufrieden.